Und da sind wir wieder und wir fahren jetzt mit dem Boot. Boot, Boot. Das Boot, Boot. Ist tot, tot. Und. Gehen wir, ehe noch mehr Max aufkreuzen. Ich fahre. Du bedienst das Geschütz. Ich bediene gern das Geschütz. Die Waffe hat einen Leuchtaufsatz. Mhm. Geht klar. Okay. Mehr Musik und Schweine. Der Freund deines Vaters ist wohl etwas seltsam. Er hat einen Großteil seines Lebens allein in der Wildnis verbracht. Da werden die meisten etwas seltsam und exzentrisch. Du meinst so wie ich? Aber auch zu erfindungsreichen und starken Individuen. Sicher. Das gefällt mir nicht. Ja. Irgendwas ist hier komisch. Okay. Wir haben Max hier drin. Halt dich schussbereit. Was ist passiert? Der Motor ist hin. Dann repariere ihn. Versuche ich ja. Warum haben wir nicht mehr? Jetzt müssen wir mal Gas geben. Schlecht aus hier. Was hat laut verdient? Muss ich alle einsammeln. Das ist ein Anti-Mac-Gerät. Bei
organischer Materie springt der Scanner nicht an. Er reagiert nur auf Max. Okay. Cloud, warte hier mit dem Boot. Sei vorsichtig, Monkey. Aha. Zerstöre das Geschütz. Ja. Da ist das andere ja. Geschütz. Das ist eine Mine. Ich muss kurz daraus. So, und jetzt fahren wir da rauf. Hey ho. Nein! Hab nie was gesagt. Okay, ich benutze Cloud. Warte hier mit dem Boot. Sei vorsichtig, Monkey. Niemals. Metz. 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 Und jetzt durchquetschen. Daneben. Schauen. Was haben wir denn? Ist garantiert mit, oder ist das schon liegen? Zack. Yep.
Alter! Ich war nicht einmal in der Nähe! Okay, ich benutze Cloud. Warte hier mit dem Boot. Sei vorsichtig, Monkey. Bald drei durch. Ohne Mitleid. Okay, ich benutze Cloud. Warte hier mit dem Boot. Sei vorsichtig, Marky. Wenn es geht, ist es schon schnell durch. Da dort einer. Herzhaft. Das ist nur steppert, ne? Tut man nicht auch. Einer weniger und einer übrig. Einer weniger und einer übrig. Das ist sehr gut. Was ist denn das für ein Beschissener? Einer weniger und einer übrig. Na, am wenigstens. So.
Jetzt ärgert es mich langsam. Langsam aber sicher werde ich zornig. Einer weniger und einer übrig. Fickt euch. So. Ne? Entschuldigung, ich komme schon wieder. So eine Scheiße jetzt, meine Güte. Die Zähne ärgert mich vielleicht. Komm zurück zum Boot. Ja, ich sammle die doch nicht ein vorher. Warum bin ich eigentlich noch geschützt? Ich hab gedacht, wir sind da safe. Das ist ja verwirrend. Willkommen im Pixieland, der zentralen Anlaufstelle für Schrott, Energiezellen und Metallteile. Stecken Sie die Waffen weg und bitten Sie nicht um Kredit, dann müssen wir Sie nicht enttäuschen. Sehr vertrauenswürdiger Typ. Irgendwie hoffe ich, er findet uns. Na, bei dem Krach, den wir gemacht haben, weiß er sicher, dass wir hier sind. Sollte man denken, ne? Oder er ist schon tot. Okay, warte. Ich muss das da wegräumen. Flashback! Erdmaschine! Hat es schon wieder eine von diesen Visionen, oder? Sie werden schlimmer machen, dich bestimmt ganz verrückt. Ich dachte echt, ich werde verrückt. Aber jetzt nicht mehr. Du hattest recht. Das Stirn da. Ich kriege fremde Signale rein. Thank you.
Ja. Ich komme schon. Ja, 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 ja. Bin unterwegs. Keine Sorge, den erledige ich schon. Wow. Alter, der war gemein. War. Dein Schlimmer machen dich bestimmt ganz verrückt. Ich dachte echt, ich werde verrückt. Aber jetzt nicht mehr. Du hattest recht. Das Stirn da. Ich kriege fremde Signale rein. Aber cool ausgewichen. Komm schon. Ja, ich bin ja schon dabei. Er hat mich fast eingeholt. Schnell! Komm. Hey, Trip. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Okay. Und wenn ich sage, dreht ihr euch um. Ganz. Keine Tricks oder ich schieße. Verstanden? Mhm, mhm. Alles cool. Bist du das? Oh, Pixie! Oh, Pixie! Bist du allein hier? Ja. Kapitel 10. Titanenfabrik. Oh. Stylisch. Folgen dem Schiff nach Westen und finden raus, wer dahinter steckt. Und dann? Dann bringe ich ihn um. Das ist gefährlich, vielleicht sogar glatter Selbstmord. Schon gut, Trip. Bin dabei. Du hilfst. Hey, nein, Gefährte. Du steckst in der Klemme. Und was soll das Gequatsch über Selbstmord? Die Sklavenhändler sind genau wie alle anderen Gegner. Ist alles nur eine Frage der richtigen Waffen. Oh. Das Schiff, das dich fast erwischt hat. Die letzten 6 Monate ist es jeden Tag hierher in die Kraterkink gekommen. Ich hab nicht kapiert, warum. Also habe ich darauf geachtet, was sie mitnehmen. Tja, und Stück für Stück hab ich's mir zusammengereimt. Du hast gesagt Waffen. Was für Waffen? Ich bin also. Nur zur Info. Jedenfalls nenne ich ihn so. Das Ding, das sie da bauen. Ein Megamech. Der größte aller Zeiten. Aha. Mit solch einer Waffe könnte man es mit jedem aufnehmen. Aha. Wir warten also, bis die Plünderer morgen zurückkommen. Dann folgen wir ihnen in deinem Flugschiff? Genau. Bevor wir fliegen können, brauche ich ein paar Ersatzteile. Ja, aber ja, logisch. Zum Glück weiß ich genau, wo es die gibt. Wir suchen nach einem Verteiler,
einem Kühler, aha, einem Turbolader, aha, und einer Gitarre. Also, hier werden wir den Verteiler finden. Aha. Du bleibst besser hier, Trap. Die Kletterei ist schwierig. Männersache. Ah, Männersache, okay. Bist du dabei? Joisch. Na, wir werden die Sachen beschaffen, aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out.